Wenn er gleich mal die Hosen ausgezogen hat und guckt, ob da irgendwas drunter ist. Ich weiß nicht, bei Barbies habe ich das bestimmt 80 Mal gemacht und jedes Mal total frustriert. Da kann doch nicht sein, dass keine Barbie irgendwie eine richtige Möse hat hier. Ach ja, der Herr Weidner, ich erinnere mich. Das war doch der von den Mösen-Onkels. Was ihm sonst noch so einfällt, so die Gegenstände im EMP Rock Invasion Frageneimer, das erfahrt ihr in diesem Video. Ihr Süßen. Der EMP Rock Invasion Frageneimer, heute mit Stefan Weidner, alias der W. Jürgen Grabowski, Eintracht Frankfurt, mein absoluter Lieblingsspieler. Ich weiß ja gar nicht, ob man weiß, dass ich 1974 zur Weltmeisterschaft, die Eröffnungsfeier, die war in Frankfurt. Und da durften, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Kinder, es waren 2000 Schulkinder, das WM-Zeichen auf den Rasen bei der Eröffnungsfeier bilden. Und ich war eins von diesen Kindern. Ich dachte natürlich, die jubeln alle mir zu, als ich da durch dieses Marathontor gelaufen bin. Und da war mir klar, aus dir wird nochmal ein ganz großer. Super Story. Okay, dann, ich koche gerne. Der Kochlöffel. Ja, oder natürlich auch, man rührt auch gerne in meiner Scheiße rum. Aber ich bin tatsächlich ein passionierter Hobbykoch. Ich liebe es zu kochen und man sagt mir auch wirklich Qualitäten nach. Irgendwelche Lieblingsgerichte? Ich koche zum Beispiel gerne Fisch, ne, da ich ja kein Fleisch esse. Ja gut. Autos. Mhm. Ich weiß nicht, ob man weiß, dass ich Autos mag. Ich bin selbst im Besitz zwei hübscher 66er Mustangs, also am liebsten auch Oldtimer und am liebsten nur noch ganz gerne schnell. Mhm. Warum gleich zwei, einen zum Ausschlachten? Das hat sich irgendwie so ergeben. Also ich habe mir schon vom ersten großen Geld so meinen Jugendtraum erfüllt und mir ein Mustang Cabriolet gekauft. Allerdings war da auch immer so dieser Shelby Mustang, der Fastback irgendwie, der war dann immer so mit einem Auge sichtbar. Und dann musste es auch irgendwann mal ein schnelles Auto sein. Da mir aber dann der Shelby Mustang auch zu lahm war, habe ich dann angefangen, die Autos umbauen zu lassen. Mittlerweile habe ich so einen 850 PS starken Mega Mustang, der eigentlich nur von außen aussieht wie ein Mustang. Der hat also karosseriemäßig, bremsenmäßig, lenkungsmäßig, der hat mittlerweile Einzelradaufhängung. Also das hat mit einem normalen Mustang nicht mehr viel zu tun. Ist aber einfach ein Heidenspaß, mit dem Ding durch die Gegend zu fahren. Hast du auch eine eigene Ölquelle? Da ich ja Vegetarier bin und keine Kühe esse, ne, verschmutze ich ja schon die Umwelt. Und lass die da irgendwie die Welt vollfurzen. Ja, also wie gesagt, ich bin da offensichtlich eh so ein Umweltsau und dementsprechend kann ich alles von mir erwarten. Okay, danke. Der Nächste, bitte. Schallplatten, Vinyl, ja, das waren noch Zeiten. Ja. Damals, jetzt, ne? Tue ich natürlich hier in irgendeinem jungen Fernsehen irgendwie so Rentnergespräche hier aufkommen lassen. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, kauf mir heute immer noch Vinyl, zumindest von den Platten oder von den Künstlern, die ich wirklich gut finde. Wenn man nie damit etwas zu tun hatte und damit nicht groß wurde, wird man wahrscheinlich auch nichts vermissen. Man denkt wahrscheinlich, was willst du mit diesem schwarzen Zeug, so groß und so schwer und ne, das passt doch alles gar nicht mehr in den iPod rein. Wenn man damit groß wurde und einfach auch den Klang zu genießen weiß und eben halt nicht nur über so zwei kleine Computerlautsprecher Musik hört, dann liegt da eine Menge Spaß in dem ganzen Ding. Und einfach eine Platte aufzulegen und sich ein Glas Whisky irgendwie reinzuziehen oder ein Glas Wein und gut Musik zu hören, das hat einfach sowas Besonderes und das feiere ich ganz gerne ab und zu nochmal ab. Und da muss ich natürlich auch an unsere erste Single denken mit den Onkels. Und zwar? Ja, nie erschienen. Das war ein Lied, Idiot hieß das Ding. Ich glaube, davon gab es zwei Stück. Eine hat, glaube ich, mein Bruder, weiß nicht, ob er die heute noch hat, der hat das Zeug nämlich auch bezahlen müssen. Und eine hatte ich irgendwann, ich weiß aber nicht, wo die hingekommen ist. Die wird gleich irgendwann mal im Onkelsmuseum landen, vorausgesetzt, sie ist noch da. Ja, wie gesagt, der Idiot und ein total hysterisches Lied, total stümperhaft gespielt und also wie gesagt, wahrscheinlich auch wirklich gut, dass es nie rausgekommen ist. Der Nächste, bitte. Ach, ich muss alle ziehen, ja, oder sicher. Was? Ach, ich dachte irgendwann mal, wäre es auch gut. Was fällt mir denn dazu ein? Was sollte mir denn dazu einfallen?
Wrestling zum Beispiel? Hast du auf deinem Cover einige Wrestling-Figuren? Naja, gut. Ja, da, richtig. Okay, ja. Da wäre ich jetzt gar nicht drauf gekommen. Ich dachte eher so ein Action-Team und sowas. Irgend sowas mit so Figuren, mit denen man dann früher gespielt hat. Aus dem Alter bist du doch nicht raus, ja, mittlerweile. Der, gleich mal die Hosen ausgezogen hat und geguckt, ob da irgendwas drunter ist. Ich weiß nicht, bei Barbies habe ich das bestimmt 80 Mal gemacht und jedes Mal total frustriert. Da kann doch nicht sein, dass keine Barbie irgendwie eine richtige Möse hat hier. Okay, ja, die mexikanischen Wrestler sind mir dabei natürlich, ehrlich gesagt, die liebsten. Auf amerikanisches Wrestling stehe ich gar nicht irgendwie. Also ich kann auch generell mit Wrestling nicht so viel anfangen. Ich finde aber diesen natürlich den Anzug tierisch, ja. Also besser als jetzt beispielsweise bei einem Bobfahrer oder bei einem Skispringer. Die gefallen dir etwa nicht? Nee. Es gibt so Sportarten, die muss man nicht machen, allein schon, weil man scheiße dabei aussieht. Falls euch diese Runde mit dem EMP Rock Invasion Fragen einmal gefallen hat und ihr mehr sehen wollt, dann klickt einfach auf den Abo-Button. Dann verpasst ihr keines unserer Videos, die jeweils dienstags und freitags um 15 Uhr online gehen. Außerdem schreibt uns Kommentare. Wollt ihr bei einer Puppe auch immer wissen, was sie drunter hat? Steht ihr auch auf Muscle Cars? Und was trinkt ihr, wenn ihr mit Muße das Grammophon anwerft? Falls ihr Shirts, CDs, LPs, DVDs oder Blu-rays von der W haben wollt, die gibt es natürlich bei EMP. Klickt einfach auf den Link unten in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal, sagen Markus und Jan.